Hey und willkommen zu Episode 22 meines Forza Horizon 5 Let's Plays. Dann wollen wir mal weitermachen mit den Stories. Ein, zwei mache ich noch und dann ist Zeit für Hot Wheels. Weil so brennend interessiert bin ich nicht an den Stories, aber vielleicht gibt es noch ein paar schöne, die wir sehen können. Wir brauchen Festival-Sites, brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen nur noch Stories. Gibt es irgendwie Stories hier im Filter? Natürlich gibt es die. Wir können ja irgendwo uns hin teleportieren auf jede Straße. Schnellreisen heißt es. Was machen wir denn? Also Donut Media habe ich, glaube ich, eins geschaut. Das hat mich gar nicht interessiert. Irgendwo gab es hier Speed Champions. Born Fast klingt auf jeden Fall richtiger. Icons of Speed, das habe ich gemeint. Dann gehen wir einfach mal hier im Schnellreisemodus hin. Vielleicht werde ich heute einfach mal das Auto wechseln, mit dem wir rumfahren. Wir werden einem Auto zugewiesen pro Story, deswegen macht das relativ wenig, aber ja, was soll's, der Gremlin X ist es. Get in Khan, na auf jeden Fall. Sonst fahren wir den ja gar nicht. Schnuckliges kleines Auto, so, wo ist die Story? Wahrscheinlich hinter mir. Das versaue ich immer noch mit der Richtung vom Schnellreisen. Aber das Auto kann ja drehen und halbwegs fahren. So, Icons of Speed. Auch hier würde ich gern von vorne anfangen und dann können wir die durchmachen. Also machen wir nochmal Lessons from the Past. Ich habe keine Erinnerung mehr dran. Wir brauchen auf jeden Fall eine Minute und 25 Sekunden dafür. Oder schneller, um die drei Sterne zu bekommen. Dann schauen wir mal, wo es lang geht. How did this happen? Hey, it's okay. Talk to me. You know how I run monthly races at the workshop for the apprentice mechanicas y mecánicos who work with me? It gives them a chance to show off their projects and test their skills. I didn't know that. That's awesome. It is. Klingt fancy. Or it was until this month. That new kid, Aurelio, he beat me in a drag race. Schocker. Dann wollen wir die mal schlagen. Ich erinnere mich. Was für ein geiles Auto. Es fährt echt klasse. So, den müssen wir überholen. Aus der Bahn, ich hab's eilig. Glaube ich zumindest. Hatte ich hier nicht beim ersten Mal Probleme mit Gegenverkehr? Ich weiß es nicht. So, ein paar Sekunden haben wir ja noch. Und 2,1 Kilometer. Also da glaube ich nicht dran, dass ich das schaffe. Irgendwie ist das... Nein. Okay, keine Ahnung. You and me, my friend, we're going to show everyone how it's done. Yes, boss. Das war kein Kilometer mehr entfernt. Gut, habe ich die drei Sterne nochmal verdient. 1,17. Super. Continue. Auf zu Story Part 2 von 8, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da werden wir einfach wieder hinreisen. Boah. Vielleicht ein bisschen näher. Und ich mache mich wieder arm durch die ganzen Schnellreisekosten. Hab einfach noch nicht genügend Schilder erwischt. So. Trigger mal bitte. Es hat getriggert. Ich bin auch getriggert. History 101.
Ich kenne nur Zoe 101, das habe ich als Kind immer gesehen, weil es halt im Fernsehen lief. LA, let me just say, you're great and you don't need to worry Ah. anything. Finished? Good. Now, take the Napier Relton and help me figure out how to make you go faster. Berg runter. Cool, get in. Sehr gut. Ich würde es berg runterfahren. Hat mal immer einen Geschwindigkeitsvorteil. Das habe ich im. The Napier has a 24-liter W12. They used it to break speed records and test aircraft parachutes. Do we have a parachute? No, it was too heavy. Now, vamos. Ja, ich war mal so schnell ich kann. Wollte gerade davor sagen, dass ich mit meinem ersten Auto auch mal die 150, 160 geknackt habe, wenn es bergab ging. War ein super zuverlässiges Auto, war aber ein super langsames Auto. Komm schon. Ja. Schaffen wir's? Schaffen wir's? Na, oh, war das knapp. I was gonna ask if I could keep it. Ja, sehr knapp. 45 Sekunden wäre das Höchstmaß gewesen. Aber die 3 Sterne hat man da ja schon. So, bevor wir weitermachen, würde ich gerne einen Tick dämlicher aussehen. Das heißt, einmal die Häuser anschalten. Weil wenn ich jetzt eh schon in jeder Cutscene nochmal vorkomme, dann können wir uns auch ein bisschen Häuser. Houses auf Englisch. Genau, dann können wir uns ein bisschen dämlich ansehen. Ich weiß nicht, ob ich das Hähnchenkostüm schon freigeschaltet habe. Wir schauen einfach mal in die Garderobe. Haus müsste doch hier sein. Und es war da, wo ich es erwartet habe. Das ist immer ein gutes Zeichen bei Häusern. So, jetzt Carhorns, damit bin ich noch sehr zufrieden. Customize Character, das klingt doch richtig. Und Outfits. Vielleicht klingt die Voice 2 vielleicht besser als unsere, aber das passt dann nicht so ganz. Naja, egal. Ich finde nämlich die Stimme von die ein bisschen ausbaufähig. Dance moves. You learn them around the festival, and then you can teach them to me. Use your showboat emote before the race, and the victory emote when you win. Ja, also die Confused ist doch gut. Die selecten mir als Victory, weil wir es gar nicht erwartet haben. Oh, was soll's? Showboat. So. Nein, nicht raus hier. So. Outfits. Ganz, ganz wichtige Outfits. So bescheuert wie möglich. Aber es muss ein Outfit sein. Oh, ich habe den schicken Suit. Auch nicht schlecht. Das finde ich eher gruselig. Die kosten ja alle Geld. Ne, die kann man gewinnen. Das wird zumindest zum Hut passen. Ich glaube, dafür muss ich irgendwas tun. Das ist immer noch mein Lieblingsoutfit. Ich weiß aber nicht, was ich dafür machen muss. You want to use a tool. Ah, ich habe 3 Vouchers remaining. Sagt es doch. An damit auf jeden Fall. Das ist gruselig. Wir können als Dinosaurier rumlaufen. Aber. Ich habe schon alles. Habe ich hierfür auch Voucher bekommen? Cool mit dem kleinen Dinosaurier. Okay, das dafür haben wir keine Vouchers. Gutscheine, Auslösescheine, Gewinnlose, keine Ahnung. Wie auch immer, wir sind eingekleidet. Eine Schnellreise. So, bisschen nach vorne tuckern. Nach vorne bitte. Und jetzt gibt's was Neues. Hot Rod Time Machine.
2 Minuten und 15 Sekunden Zeit, das wollen wir doch mal sehen, ob wir das erreichen. Wow, nice wheels. 32 Ford Coupe. One of the mechanicas in my workshop, Katie, is from a racing family in California. She got me thinking about the next great era of speed machines. Thank you, Katie. Ich bin mir nicht sicher, dass es die nächste Version ist. Sicher, das im... Na gut, fahr mal das auf der Straße. Ja, in 3 Minuten komme ich die 400 Meter. Das kriegt man hin, aber ich fürchte, die... Das ist nicht die finale Destination. Oh, gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich bezweifle, dass der das reale Gegenstück sich so gut auf den Straßen fährt, vor allem mit 120. Da starten wir nochmal neu. Der Baum kam aus dem Nichts und ist vors Auto gehüpft. Das braucht man jetzt nicht, um die 3 Sterne zu erreichen. Na, probieren wir einfach nochmal. So, auch hier wieder rum und dem bösen Baum ausweichen, der irgendwo da hinten kommt. Hot rodding was always about two things: breaking speed records and careful adherence to the rules. In the 1920s, they needed cars that could outrun anything else on the roads. In the 40s and 50s, they had to race on dry lake beds in secret because gasoline was rationed. Huh, I didn't know that. Cool. It's not cool, it's serious research. We have to learn so we can win. Are you ready? Ja, auf jeden Fall. Kinda busy. Ja, es ist überlebenswichtig hier. Danke für den Hinweis, Spiel. Ja. Das waren nur kleine Bäume. Die können wir ohne Probleme umholzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, schönes Auto. Nicht meine Farbe, aber Handling überraschend gut. In Zweifel, dass mein aktuelles Auto hier 100 fahren würde. Gut, da sind wir aber deutlich früher angekommen. Bueno, now here's the same car customized by the head mechanica at Horizon. Which, last time I checked, is me. Oh, this ought to be good. Ah, so das ist, wo wir die Sterne verdienen. 2 Minuten 15. Soll man abkürzen? Wahrscheinlich nicht. Fahr mal erstmal die normale Straße entlang. Ui, der dreht aber nicht. Die gibt beim Tuning wohl auch wenig auf Handling. Dann fällt es mir aber besonders schwer, die zu fahren. Oh, brems, 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 vorwärts. Und den haben wir verpasst. Restart. Eieiei. Also die erste Version hat mir besser gefallen. Vielleicht muss ich hier einfach ein bisschen sachte tun. Ja, bisschen abkürzen kann auch nicht schaden, das bremst uns gleichzeitig. So. Das lief doch schon mal ganz okay. Mal sehen, also mit Vollkaracho rum, ach hier geht's noch. Okay. Boah, schön über die Agavenpflanzen oder was das sind, ich habe keine Ahnung. Könnte eine Agave sein. Oder irgendwas anderes. Erdbeeren waren es nicht, die erkenne ich. So, da ist eine Destination. Ja, zum Abkürzen eignet der sich aber. Komm, bisschen langsamer. Geh wieder auf die Straße. Sehr schön.
Irgendwo rechts. Dann können wir, glaube ich, hier rüber. Dann sliden wir nicht so und sind gleich schon mal einen Tick langsamer, ohne dass ich bremsen muss. Gefällt mir auch ganz gern, ganz gut. So. Das habe ich auch ganz okay getroffen. Das nächste ist anscheinend noch nicht die Final Destination. Nicht sehr leicht zu kontrollieren. So, das nächste ist die Final Destination. Da haben wir noch Zeit. Mist. Nur nicht gegen die dicken Bäume. Wir haben noch 10 Sekunden. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. 11, 12, 13, 14. Oh, wir haben es geschafft. So ein Mist. Well, I can still tune an engine. So, how could Aurelio have pulled off that win? Er hat betrogen, ganz klar. Oh, bin ich da tatsächlich noch gegen Baum gerauscht und habe die 3 Sterne noch bekommen. Das ist viel beeindruckender. Okay, he's ready for our next racing history class. Get down here, quick. Why? Is Aurelio working on a new ride? He might be. That's not funny. Hallo. Also für mich war schon beeindruckend, dass ich da trotzdem... Ah, hier ist das nächste. Okay. Nee, warte mal. Wir haben doch hier bei Icons of Speed... Werden die nicht mehr angezeigt? Anscheinend nicht. Okay, dann müssen wir tatsächlich hier lang. Dass das mit den 3 Sternen noch geklappt hatte... Uff. Da habe ich schon mein ganzes Rennen vor mir vorbeiziehen sehen und ich jetzt um ein Haar neu starten müssen. Bin froh, dass es noch geklappt hat. Manchmal hat man mehr Glück als Verstand. Gehört ja auch dazu. Come with me if you want to race. Das klingt gut. Also, 4 von 8. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Was muss man machen? Wie viel Zeit haben wir? Wie viel Zeit brauchen wir? Sorry about that joke on the phone. I was just... Ay, de que. Forget it. My apprentice, Katie, and I have been talking about the American muscle car era. Might be some lessons there for us. Let's do it! Lasst uns loslegen. Bei was denn? Das war ein Drag Race. Dodge Hemi Superstock. The biggest Dodge engine in the smallest Dodge chassis. Quarter mile in 11 seconds. Very nice. See, this is the Alejandro I remember. Das macht Spaß. Maybe Aurelio jumped the gun on me. Oh boy. As well as the engine, they removed everything from the dart that would weigh it down on the track. The radio, the armrest, side mirrors, carpet. Feel it in the corners for sure. Maybe if I pull the carpet out of every car in my garage. Don't even think about it. So, schafft man das auf der Route hier überhaupt? Zeit läuft ab. Distanz wird kleiner. Es bleibt spannend. Ist aber ein super Auto. Das habe ich sogar auch. Das war irgendwie so ein Bahnfeind. Na, ja, das klappt. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Na, hier kurz mal ab. Ui, aber knapp. We've tried muscle cars and straight line speed machines, but we can still go faster. You need to take a breath, dude. Das Dude stand nicht in den Untertiteln. Okay, halbe Sekunde Spielraum, gar kein Problem. So, jetzt schon Part 5 davon, nehme ich an. You like this. How about we step up la velocidad with some help from the Italian? Bellissimo! Come meet me. I'll bring the car. Im Sinne der Italiener, Bene. Mehr kann ich nicht sagen. Okay, da reißt man nur hier hin.
weil auf Brücken schnell reise ich nicht. Das ist so ein Grundprinzip, das ich mir in anderen Spielen angewöhnt habe. Da landet man nie, wo man hin will. Und gibt dann unnötig Geld aus. Ach, ich wollte ja nicht das Rennen fahren. Sondern Part 5 machen. Ja. Continue. One thing after another. 1 Minute 35 Sekunden. Egal was es ist, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht. Let me guess. Your apprentice, Enzo? Matteo, actually. But yes, he reminded me of one of the most important cars in history. The first production model to hit 200 miles per hour. You don't need an excuse to get me into an F40. If this doesn't make us better racers, nothing will. Fährt die eigentlich auch oder fahre nur ich? Vielleicht sitze ja als Beifahrerin dabei. Pure speed, pure performance. A nice 40th birthday present for Ferrari. And anyone lucky enough to own one. Ich besitze keinen. Ich würde aber einen nehmen. Na, schauen wir mal. Da habe ich ein bisschen Zeit verloren. Ich denke mal, soll trotzdem hier klappen mit den drei Sternen. Boah. Nicht die Kontrolle verlieren, nicht die Kontrolle verlieren. Eine Xbox-Notification. Dabei spiele ich gar nicht auf der Xbox. Seltsame Zeiten sind es, in denen wir leben. Seltsam, indeed. So. Zeit haben wir noch. 2 Kilometer brauchen wir noch. So, drückt mal drauf. Ich dachte, er schafft die 200 Meilen. Das müssten doch 300 irgendwas km/h sein. Wow, that sehr schön. Was fun. So much fun, I almost forgot about Aurelio for a second. Aha, now we're getting somewhere. Yay. Na, auch mit gut Luft nach oben. So, dann kommt ja schon der nächste Part. Have you met das my apprentice, Hina? She's here from Tokyo. A very talented mechanica. I'm learning a lot about Japanese street racing. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Oh, that? Don't worry about that. Just come and meet me. Na gut, aber das Auto haben wir jetzt lang genug gehabt, denke ich mal. Was ist denn fancier? Mein Hotdog-Mobil auf jeden Fall. Bratwurst-Mobil. Nehmen wir doch mal die den Chevrolet. Ja, das klingt besser. Ja, viel besser. Damit können wir viel eleganter schnell reisen. Einmal hier hin. Der klingt super. Sehr cooles Auto. Das ist ein Oldtimer, den ich auch gern haben würde. Past Midnight. 50 Sekunden. Das geht ja flott. Und wir gehen flotter. Okay, Street Racing School. I'm ready. Actually, I thought we could just relive the Midnight Club era. Drive a Japanese legend, have some fun. Oh, well, yeah, that sounds great. Ich und mein Bommelanzug. Welcome to the Midnight Club. Exactly. In the 90s, Japan produced speed machines from Nissan, Honda, Toyota. This is Super 8. Entschuldigung. 3 Liter Twin Turbo Charged Inline 6. 276 Brake Horsepower.
315 foot-pounds of torque. The turbos are sequential instead of parallel, so you get a consistent boost at low and high RPM. Wow, Ave, you know everything. Not quite. I just have a good crew to help me. Na gut, das Auto fährt sich aber nicht so super. Aber ich mag die Japaner. So. Insbesondere Toyota. Warst du schon? Das war ja. Hina tuned this up for us. Tuning is huge in the Japanese scene. Hina says you couldn't get into the Midnight Club without a top speed of 160 miles plus. Of course, she probably wasn't even born then. Ale, neither were you. Okay, good point. Okay, das sieht schon besser aus. Das fährt sich auch viel besser. Wir haben 50 Sekunden. Das ist auch ein extrem cooles Auto. Vielleicht haben wir es ja schon gefahren, ich denke mal. Aber nicht in der Farbe, glaube ich. Ja, macht was her. So. Boah, die Zeit reicht ja locker bis dahin. Naja. Ein Glück ist das gut gegangen. I will. Actually, I should get back to the workshop to see if Aurelio has beaten any more of my lap times. Wir kommen der Sache auf den Grund. Ein Glück bin ich da echt nicht die Brücke noch runtergestürzt. Die hat mich kalt erwischt. This is it. I've set up a rematch with Aurelio. Time to bring out las armas grandes. I don't know what that is, but I'm intrigued. Das klingt nach großen Waffen oder Milchtüten, je nachdem, in welcher Location man sich aufhält. So viel hätte gar nicht in das Wort gemusst. Ich mach mir da immer zu viel Druck. So, noch einmal hupen für die Laune. Und dann können wir ja. Part 7, Pressure and Time. Ich glaube, so werden Diamanten gemacht. Ah, big guns. Got it. This is the Hennessy Venom F5. Cars don't get much faster than hypercars. And hypercars don't get much faster than this. Get in. Es regnet aber, da sind wir doch langsamer. Na egal. Was muss ich denn machen? Ich muss noch mal kurz. Da war ich nicht so wirklich auf die Straße konzentriert und war dann auch nicht mehr auf der Straße. Okay, nee, Mist, das braucht man. Ja, total weird. Komm schon. Wir brauchen die Near Misses. Okay, haben wir schon. Das war aber dann echt einfach. Vor allem das Ziel ist so weit weg. Ich glaube, das ist bis jetzt das einfachste Story-Event. Obwohl das nicht unbedingt da eine Skala gibt, weil die anderen waren jetzt auch nicht so schwer. Ah, ich dachte, hier hätte man locker 30 machen können. Für 5 Sterne. Na, sag mal 27 oder so. Na, ich bleib bei 30. Einen mehr hätte ich sicher noch irgendwo erwischt. Oh boy.
boy. Maybe I've been doing this all wrong. Do you mind if I take some time, clear my head before our next lesson? Bei meinen Bommeln, es ist mir egal. Mensch, sieht er gut von hinten aus. Wunderbar. Dann noch gegen Aurelio und dann war's das mit der Story. Listen, I've been thinking a lot. It's time to put this thing with Aurelio behind me. If you can forgive a stubborn old Mechanica. Go, I'm happy. Mit wann ist da denn eine Chance? In dem Auto werden wir keine Chance haben auf den zweiten Stern, aber einen nehme ich mir mit. Hui! That was wicked! What do you want to try off a danger sign next? Shopping trolley? Maybe a refrigerator? Aha! Bingo! So, das ist das letzte. Ich bin das letzte. Nee, Moment. Hey, der hat ein Dinosaurier-Emblem. Das finde ich cool. Den hub mal an. So. Continue und Nummer 8. 1 Minute 50 Sekunden. Für was auch immer. Wahrscheinlich fürs Autofahren. Hey! How you doing? Better. When I lost that race to Aurelio, I thought I was done. An old model, too slow. But here's the thing. At Horizon, we love history. We love you, no matter what. I spoke to Aurelio. We're gonna try our monthly workshop race again. Sehr schön, sehr schön. All these talk of the past, forget it. The Rimac Nevera is the future of speed. Woo! That's what I said. All electric, 0 to 60 in under 2 seconds. Nevera ja. Is the word for sudden lightning storms off the coast of Croatia, where this thing is built. Okay, das musst du mir nochmal erzählen. Hab's gegen Baum gesammelt, ähnlich wie Richard Hammond. Ja, ich weiß nicht, ob es der Rimac war oder was anderes. The Rimac Nevera is the future of speed. Woo! That's what I said. All electric, 0 to 60 in under 2 seconds. Nevera is the word for sudden lightning storms off the coast of Croatia, where this thing is built. Good name! Let's get the rest of his compadres in here. Ja, cooles Auto. Richtig cooles Auto. Wie teuer ist denn der im Spiel und in echt? Und kann ich mein Spielgeld in echt verwenden? Checkpoint erwischt. Erfolgreich. Entschuldigung. Was bleibt der auch auf einer Geraden stehen? Beziehungsweise was bremst der? Auswände mag ich immer noch nicht. Ich muss hier ganz schön mein Gesicht verziehen, um auf der Straße zu bleiben in den Kurven. Weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber ich habe eine sehr ausdrucksstarke Mimik beim Fahren. Das ist auch der Grund, warum besser keine Kamera dran ist an meinem Aufnahmesetup. Ist aber nicht der einzige Grund. Haben wir es geschafft? Ja, easy. Gracias for helping me. I can't wait for next month's races. Aurelio and the others have already started tuning up their rides. Sounds like your workshop is about to get pretty competitive. How do you think race cars got this fast? Wunderbar, haben wir schön abgeschlossen. Uns Achievement verdienen. Und noch ein Achievement verdienen. Ganz ehrlich, die Story hat sich jetzt auch nicht wirklich gelohnt. Das heißt, schauen wir mal, ob wir noch eine machen. Born Fast oder hier. Machen wir mal, schauen wir mal die an. Die mit dem Helm, nicht die mit der Kamera.
Wie viele Chapter gibt's? 8 Stück. Kriegt man hin. So, das wird die letzte Story-Mission sein. Beziehungsweise letzte Story sein. Danach geht's ins Hot Wheels-Land. So, some street racers just turned up. Huh. Are they friends of yours? No, we're not friends. And we're not street racers, Jamin. We're the Born Fast Racing Society. Yeah, more like Born Rich. Mira, amigo. You're in my country now. So throw down on the road. Or go home. Racing Society. Kann ich heimgehen? Let's do this. Ah, scheiße. Na gut. Ich werd unfair fahren. Now, Born Fast. Or dead last, mi amigo. Wieso habe ich ein langsames Auto bekommen? Das Motorrad sollte da nicht geparkt werden. Das ist eine Rennstrecke. Okay, bevor du fragst, ich habe keine Ahnung, was dieser Typ's Problem ist und ich bin komplett innocent. Wait, who is this guy? He's Tristan. Let me start from the beginning. A few years ago, I went to this midnight meetup in London. Heard it might be cool. Turns out, it was just a spoiled rich kids convention. So you beat him in a race? Well, yeah, so. But it was one race. You and I win and lose all the time. We don't go around being jerks about it. How come they've never been to Horizon? You ask me. The festival can do without these types. Steady on, Jay. Let's see if they can drive. Corner coming up. Let's see his turning circle. Mist, Mist, Mist. So, ein bisschen entmistet, wieder ein bisschen vermistet. Ich hasse Stadtrennen. Die Wände sind da viel zu nah. Ich brauche die Sicherheit einer flauschigen Wiese um mich rum. Ach, ist das jetzt dein Ernst? Ja gut, dann... Restarten wir halt. Deswegen trau kein Hauswinden. Die wollen nur dein Schlechtes. Schlechtestes. Now, born fast. Or dead last, mi amigo. Vamos, let's go. Okay, before you ask, I have no idea what that guy's problem is, and I'm completely innocent. Dein Problem ist, dass langsam ist. It's Tristan. Let me start from the beginning. Oh je, ist der gegen eine Hauswand gefahren. Turns out, it was just tragisch. A rich kids convention. So you beat him in a race? Well, yeah, but it was one race. You and I win and lose all the time. We don't go around being jerks about it. How come they've never been to Horizon? You ask me. The festival can do without these types. Steady on, Jay. Let's see if they can drive. Corner coming up. Let's see his turning circle. Also wenn er jetzt sauer ist nach meinem Manöver, kann ich das sogar leicht nachvollziehen. Der war echt unfreundlich. Da schadet es auch mal nicht, dass er ein bisschen Hausspuren auf seinem Auto findet. So, jetzt sind wir gleich wieder da, wo ich es an die Hauswand gesetzt habe. Warum auch immer. War doch gar nicht so kompliziert jetzt. Na, da kommt es erst noch. Ich habe keine Ahnung. Und wie soll ich das in 20 Sekunden schaffen? Okay. Das sind keine 1,6 Kilometer mehr. Was immer der rechnet falsch. You've got skills, Pablo. We just need to get you a real street machine. I'll build a Chilo hot rod from scratch. Don't worry. Mi padre will pay for everything. No need. Come down to street scene. We'll hook you up. How about you, Tristan? I don't think so. I'm not gonna stoop to racing you. You're not even in that ridiculous Hall of Fame of yours. Doch, bin ich. Was ist dein Problem? So, the Born Smug crew aren't done yet.
Tristan has organized another showdown at the stadium. You can head there now. Or, this is weird, but I got a call from the kid you'll be racing. Says he wants to talk to you. Your choice. But it sounds like a trap to me. Ist mir eigentlich sowas von egal. Mach mal das, wo eine 1 dran steht als erstes. 2 Minuten 5 Sekunden, 2 Minuten 5 Sekunden. Okay, mach hier hin. Schön der Straße folgen. So, einmal die Nummer 2, bitte. Charlie's Request. Charlie und Charles Request. Dann mach mal die 3 halt jetzt als erstes, was auch immer. So, there's this thing. Just wanted to chat about it. Get in your motor, I'll tell you on the way. What's on your mind? Do you really not mind it if you lose? Well, I don't love it. But no one wins every time. You don't understand. I'm not one of them. I went to Tristan's school on scholarship, but we clicked. We get on well. So they let me in the crew, and it was fun for a while, but I can't keep pretending. So, why don't you leave? It's not that easy. Tristan was a mate until this thing with Jamin set him off the deep end. I thought maybe if I hand him a big surprise win, with your help, of course. Are you asking me to throw the race? Yeah. No. You're right. It's stupid. Hey, good luck in the race, superstar. You won't need it. Thanks, Charlie. I'll think about it. Was, ich muss jetzt verlieren? Die Story ist zumindest ein bisschen interessanter als alles, was wir bisher gemacht haben an Stories. Also hat zumindest ein bisschen anderen Charakter. Don't give him an inch, Charles. I want you to win. Will ihn aber nicht gewinnen lassen. Gut, wir können ihn gewinnen lassen, solange wir die 2 Minuten 5 halt einhalten. Ah, der ist so langsam. So, what was that little meeting all about? Charles asked me to throw the race. Really? Wow. Are you going to? Not sure. To be honest, I think he'd have more fun in street scene. Also, ich werde ihn erstmal überholen. Die 3 Sterne will ich auf jeden Fall. Warum soll ich da warten? Bin generell kein Freund davon, Leute gewinnen zu lassen. Nicht, weil ich die unglücklich machen will, sondern weil ich finde, das ist ein bisschen... Aus Mitleid jemanden gewinnen zu lassen, ist ja noch schlechter für die andere Person. Ich setze mich da, weiß nicht. Ich will nicht, dass mich jemand gewinnen lässt. Ich habe kein Problem damit zu verlieren und wenn ich 50 Mal am Stück bei was verliere, dann ist es immerhin ehrlich und das bevorzuge ich dann doch deutlich. Deswegen versuche ich das bei anderen auch so zu handhaben. Man darf halt nur kein arschiger Gewinner sein, das ist das Einzige. Naja. Muss mal schauen. Aber ich verliere sehr gerne, denke ich, da lerne ich viel bei. So kommt der jetzt. Wieso steht da immer noch 1,4 Kilometer dran? Ich bin kurz davor. So, der darf jetzt gewinnen. Nur von mir aus. Well done. I knew you could do it. Jo. Geht's jetzt weiter? Wo sind meine 3 Sterne? Wunderbär. Mehr will ich ja gar nicht.
Langsam war trotzdem. So, I tried ignoring his calls, but Tristan Whiny Baby won't let this thing go. Have you tried not calling him names? No. Why would I try that? Got loads more good ones where that came from. Anyway, he's putting up a new racer for you to destroy. Okay. Ich habe zwar gesagt, ich will keinen gewinnen lassen. Naja. Spontane Entscheidung im Spiel. Aber im echten Leben wird das nicht passieren. Hab ja auch nicht gesagt, ich mache das nie, sondern ich bin kein Fan davon. Nur zur Klarstellung. Ich versuch's nicht zu machen. So, ab jetzt wäre mal ehrliche Erster. So, zwei Charles. Jetzt gewinnen wir aber auch. There you are. Ready to take on another of the born fast racers. Jo. Sure, Tristan. I enjoy the competition. Jo. Meet Charles Ward. Original born fast crew. Never defeated, isn't that right? He means we went to school together. Let's just get this over with. Never defeated. Das wollen wir sehen. Ich glaube, nochmal exakt dasselbe Rennen. Also der Tristan hat echt ein paar Probleme. Der vor mir ist einfach langsam. Ich bleib dabei. Und ich habe ein sehr schönes gelbes Auto. Was ist das überhaupt? Ist das ein Lambo? Oder ein Ferrari? I want you to win. Hey, you don't seem to be enjoying this. Loosen up. Racing is supposed to be fun. You have no idea. I'm not even rich. My dad used to work for his dad. I'm just as happy hooning around in a Skyline as a Lambo. Huh. You should check out Street Scene, Charlie. They're all about that. Ja. Es glaubt ein Lambo. Ein guter Lambo. Oder ein anderes Auto, das allerdings auch sehr gut ist. Es macht Spaß, das ist die Hauptsache. Hui. Schön in den Zaun. Noch paar Meter. Ja, ich bin echt sehr zufrieden mit dem Auto hier. Das sind immer noch keine 1,5 Kilometer bis dahin. Das zählt auch irgendwie, ist einer zu viel drauf. Keine Ahnung, was das soll. I'm sure you did your best, Charlie. I'll give you some pointers later. Ah, Tristan, dich mache ich auch noch fertig. Ich hoffe beim ersten Mal. So, das passt. Auf zu 4 von 8. Ja, da bin ich an meine PC-Maus gekommen. Beziehungsweise an den Hamster. Der hat ja keinen Schwanz, weil er über Bluetooth verbunden ist. So, wo müssen wir hin? Das ist zumindest mal ein Witz, den ich gehört habe. Achso, die müssen erst reden, glaube ich, oder? Hallo? Hallo? Okay. Will keiner reden? Müsst doch irgendwo sein. Nicht Icons for Speed. Die 5 Millionen habe ich immer noch nicht. Kamera. Was ist denn das hier? Ryzen Origins. Sieht auch interessant aus. Made in Mexico hatte ich mir ja auch mal überlegt. Hier, das ist mit den Helm. Gut. Born fast. Dann wollen wir mal. Ich habe das Gefühl, ich werde ein bisschen nass und schwer in meinem Schneemanns-Outfit, gerade bei dem Wetter. Aber mein Charakter hat sich noch nicht beschwert, also da rege ich mich auch nicht auf.
Antonia, 1 Minute 55 Sekunden. Kriegt mal hin. Vielleicht. Superstar. No Jay again. Shame. Guess he's so busy being a famous Horizon racer, he doesn't have any time for any actual racing. You know, it's a big festival, Tristan. There's room for both of you. Tell him that. Tell him I'll take my invite to the UK festival while he's at it. It's only 3 years too late. Wait, he never... Tristan, your personal issues bore me. I am ready to race now. Oh, hey. This is Antonia Ritter. She's lead driver in the racing team she owns. You've had a decent run with the Born Fast crew, Superstar, but this is where it ends. Schauen wir mal. Cooles Auto. Born Fast. All dead last. Now, out of my way, please. Boah, schnell ist er. Könnte ich ihr Auto haben? Das scheint gut getuned zu sein. Mist. Ganz vergessen, heute auf die Minimap zu schauen. Immer ein guter Hint, wenn die AI deutlich bremst. Mensch, ist die auch sympathisch. Immer erster. Yo, how's the race? Sorry, I couldn't be there. I was Jay. Did you invite Tristan to Horizon UK? What? I don't know. Was I supposed to? He can decide where he goes. He's a grown up, isn't he? Yeah, but you're both acting like whiny little. Ah, we'll talk later. This lady can drive. Yeah, yeah. Okay. Speak soon. Seh mal vielleicht nur im Rückspiegel, wie Antonia da fährt. Aber abgeschüttelt habe ich sie noch lange nicht. I am the superior driver. I have carefully examined this route. There is no doubt that I will succeed here. Hey! You knew the route ahead of time? That's not fair. Incorrect. I have studied every possible permutation of courses along the Mexican road network as a part of my pre-race preparation. I will ignore no opportunity to demonstrate I am the better driver. Ja. Also was sagt man aber nicht auf dem zweiten Platz, meine Frau. Nicht meine sehr geehrte Frau. Irgendwie sowas. Oh, die ist ja noch 1,9 Kilometer weg. You beat me. How did you beat me? Show me what you did on those corners. I want to know everything. Bin halt besser gefahren. If you want some extra practice, come to street scene. I will. Consider it. Novelty horns sound fun. So, auch geschafft. Mit Luft nach oben. Hey, so I texted Tristan, but my message came out really sarcastic, and long story short, he's sending another Born Fast racer after you. Ach, die kleinen Kinder hier. Aber bisschen Beef ist ja ganz gut. Vor allem auf dem Grill. Nicht auf dem Kühlergrill, auf dem normalen. Schön mit Holzkohle. Ich hab wieder Hunger. Erstmal das Rennen hier machen. Das Story-Event. Meine ich. Numero 5. Will I am. Alles klar. Schön die Organe befeuchten während es lädt. This driver, Will. I mean it. Take him seriously. Triss, my man, relax. I'm the best racer in North or South America. Er hat eine coole Stimme. Nice to meet you too, William. Shall we do this? Hoffentlich ist er kein Arschloch. Ah, seine Stimme war echt cool. Ich fahre ein Lexus. Or dead last. You know it. Do it. Go, go, go.
Also 2 Minuten 50 Sekunden für das Rennen. Ich denke, das kriegt man hin. Jamin, it's me. Hey, what's up? How's the race going? I know you're watching, Jamin. Don't pretend. Wow, this guy. Is he for real? He is a bit intense. Rich dad, sister's a bit of a character. And he has a whole system for racing, too. He takes this very seriously. More than very seriously, I think. Wow. Geht so. Hui. Hui. So, jetzt muss man nur noch die Zeit ablaufen lassen und die zwischen die roten Rauchbomben fahren. Rauch. Pyro. Irgendwas Sinnvolles, was ich hier sagen könnte. So, bisschen Detour über den Hügel da. Muss auch drin sein. Dann kommen nämlich ganz viele Steinchen in die Reifen und dann kriegt man besonders viel Grip. Darfst du dann nach dem Rennen wieder rauspulen? Wo ist der William denn? Ich dachte, wir fahren hier ein Rennen. Na, abkürzen darf ich leider nicht, so ein Jammer. Ja, aber auch kein schlechtes Auto. Wenig schlechte Autos sind uns bis jetzt über den Weg gelaufen. Mensch, haben wir noch ewig Zeit. Das kriegt man hin. Hier stimmt zumindest oben der Zielcounter. Halbwegs. Impossible. This doesn't represent me. This doesn't represent me. Don't put this on my record. It was fun, William. Perhaps another time? Fahren einfach alle langsam. Wir können ja auch nichts dafür. So, noch dreimal müssen wir ran. So, one racing feud at a time, but there's another of Tristan's friends storming around the festival. Looking for Kira. You mean our Kira? Kira Harrison? Yeah, that's what I said. But no, definitely Kira. Can you go and deliver the bad news? This next racer is kind of intense. Na gut, dann übermitteln wir mal eine schlechte Nachricht. Mensch, gebe ich hier Geld aus? Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Ja, also ein paar Schnellreisen werden wir uns leisten können bei den 1,5 Millionen. Aber Geld kommt nicht wirklich rein. So. Tegan, 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 was auch immer. Tiger. Nee, das war's nicht. Ja, dann trinke ich noch mal was. Kira isn't here. She's running operations in the UK and Australia was a long time ago. Makes no difference to me. Hey Tristan. Tegan. I guess we're racing. It's certainly not a social call. Wow. Well, okay. Let's go then. So viele Scheißleute hier. Born fast? Darn right I am. Wieso kriegen die am Anfang immer die besten Autos? Ich muss mich hier ranarbeiten. Anna, call Jamin. Calling Jamin. Jay. Look up Tegan Ashley. One sec. Tegan Ash. Oh, wow. She tried to buy Horizon Australia. What? Like, the whole thing? Yeah, and her mum has the mining money to do it, but Kira told her the festival boss job wasn't for sale. So she...
I guess she didn't take it well. No, not at all. So, die hat wenigstens ein bisschen Vorsprung jetzt. Bisschen zu viel für meinen Geschmack. Wieso muss ich eigentlich in dem Mazda hier fahren? Und sie kriegt dieses super getunte, was auch immer, Auto. Mist. Nochmal. Immer diese Bäume. Tauchen aus dem Nichts auf, produzieren Sauerstoff. Unnötiges Gegrünzeug. Hey, die hat ein Lambo. She didn't take it well. No, not at all. So, wir sind einen Tick näher dran. Bringen tut es gerade auch nichts, aber dachte, es wäre eine Informationsmeldung von mir mal wieder wert. So, Bäume müssen wir ausweichen. Das wissen wir schon. Jetzt versuchen wir das Wissen, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Hier sind wir auf jeden Fall sehr wendig. Komm schon. Wie kriegen sie? Also das Auto ist richtig gut, was ich fahre, aber warum kriegt die ein Lambo? Aha. Entschuldigung, nicht Entschuldigung. Beziehungsweise sorry, not sorry, in der Originalform. So, jetzt bleiben wir aber auch vorne. Und dann holen wir uns die drei Sternchen. Immer schön rum mit dem Auto. Nochmal rum und nochmal rum. Ja, das sieht doch gut aus. Und nach rechts. Ja, okay. Auto lässt sich gut kontrollieren. Mag ich schon mal. Ist mir sehr sympathisch. Ist aber auch eine coole Rennstrecke, muss ich sagen. Also die Story finde ich auf jeden Fall besser als die anderen Stories bis jetzt. Gibt vielleicht noch ein paar gute. I can't race my way in. I can't buy my way in. What do you want from me? Easy, Tegan. Are you all right? Forget about Bornfast. If you want to race for Horizon for a while, clear your head. That's absolutely fine. Like they'd have me now. Nobody takes me seriously. All because of my family's stupid money. Are you kidding? We'd love to have you. Nobody at Street Scene cares who your mum is. Die Dialoge sind immer noch nicht auf dem Höhepunkt. So you're the superstar. Tristan's right. Much more impressive than Jimin and less irritating. Jay's really nice once you get to know him. Sorry, I didn't get your name. I'm Katya. Born fast and all of that. Okay, dann geht's jetzt wohl gegen Katya. Ah, mach mal das noch. So, bisschen geradeaus, bisschen geradeaus. Continue. Gut, das vorletzte. 1 Minute 40 Sekunden.
Das sollte erreichbar sein, wenn sie schon so angegeben haben. Superstar, I believe you've spoken to Katya, my second in command. Maybe the second fastest thing on Earth, after me. He likes to tell himself that. Katya and I have been talking, and we thought you might consider joining Born Fast. With you and the crew, Horizon would be history. Yeah, except I don't care who wins, Tristan. I'm here to have fun. I told you he would refuse. No matter. Now we get to see who really is second fastest. Ja, werden wir wohl sehen. Oh, sind das schöne Autos. Yeah, yeah. Dead last. What? Nobody likes the motto now. Nice, Cat. Das ist auch ein cooles Auto. Ja, ich glaube, das gewinnen wir. Mit so einem Auto kann man ja gar nicht verlieren hier. Destination ist da. Yay. So this is what Dead Last feels like. Not so bad. Well, I guess it's you and me next, Tristan. I don't think so. I'm not gonna stoop to racing you. You're not even in that ridiculous Hall of Fame of yours. Doch bin ich. Really? Well, talk soon, I guess then. Ich bin in der Hall of Fame. Was will der immer? Na gut. Das letzte Ding, dann wäre mein Boxen. Also, wir werden ihn beim letzten Ding boxen. Tristan won't race you until you're in the Hall of Fame. Well, do you want to tell him? I already told him. We're waiting for you. I've got a better idea, Jay. Meet us down there. Sehr gut. Dann können sich die Jungs hier auch mal wieder vertragen. Und ich krieg meine Ruhe. Noch ein bisschen, also beschleunigen tut der Chevrolet überhaupt nicht. Also überhaupt nicht ist gelogen, aber ist so gut wie nix. So, letztes Kapitel, letzte Story, danach ab zu Hot Wheels. Oh, you're gonna lose this one, Tristan. Hey, you two! Calm down, Jay. So, Tristan, shall we finish this? Hey, ich hab das Auto, was ich mir nicht leisten kann. Born fast. Hey, you were supposed to beat them, not join them. Oh, das Auto hört sich auch so klasse an. Wieso habe ich immer so wenig Geld? Und es fährt sich auch noch super. Und sieht super aus. Hey. Yo, you okay? What's going on? Tristan Westfield Bourne speaking. Guys, you two should have been best mates, not worst enemies. So we're gonna fix that right now. Well, if you think I'm going to group therapy while racing, you are quite mistaken. Jay, anything you want to say to Tristan? Look, I'm sorry, all right? I'm sorry I called you Born Rich. That was me. Tristan, that's your cue. I'm sorry about all of this. Anyone else, I wouldn't have cared. Naja, nicht das beste Rennen in der Story, das wir hatten, beziehungsweise wo ich am besten gefahren bin. So schlecht ist die Rennstrecke nicht. Außer, dass es in einer dämlichen Stadt ist.
Also nicht die Stadt ist dämlich, aber es ist dämlich, dass hier ein Rennen drin ist. Immer diese Hauswände. Aber ich bin verliebt in mein Auto. Ein bisschen zumindest. Eine leichte Crush, wie man so schön sagt. Boah. Ganz schön kurvig und eng hier alles. Hab jetzt aber nicht gemerkt, dass der irgendwie besser fährt als die anderen in der ganzen Story. Sind halt irgendwo hinten immer am Rumdümpeln. Wow. Yes, that was epic! Now who wants to go back to the start line and make it best 2 out of 3? Right. Now we could get back to street scene without all this drama, okay? Both of you? Absolutely. But can I just say, that drama led to the sickest race series in Horizon history. Yo, Tristan, come to street scene this weekend. I'll introduce you to everyone, but you still have to pretend like we still can't stand each other, okay? I get it. But I want to drive that Aventador of yours. Wunderbar. Ohne viel Trara abgeschlossen. Die zweite Story. Und den Rest werden wir uns, wie gesagt, schenken. Es gibt vielleicht noch ein bisschen... Ja, irgendwann, wenn einem langweilig ist, kann man das bestimmt noch machen. Aktuell würde ich mich in meine Casa der Strandnähe verziehen. Mal ein bisschen Pause machen. Muss nämlich gleich zum Badminton. Deswegen würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Hot Wheels.